die noch mit rein teleportieren wollen. Das machen wir bestimmt noch, liebe Regie. Und die stehen dann noch rum, also den... Oh, Glory on Tour, da möchte einer einen Skin, Screen mit dir. Liquid Starch, hallo, du musst drauf joinen, damit... Bei Hühnchen. Ja Mensch, würde ich mal sagen, sind ja jetzt, denke ich mal, so gut wie alle da. Schotten sind dicht. So langsam können wir ja dann auch den Spaß und den Action losgehen lassen, ne? Ja, würde ich sagen, ne? Von da aus, die liebe Regie hat auch schon gepostet, für die erste Challenge 10 Minuten Zeit haben die lieben Leute. Ne, und ich würde sagen, wir begeben uns schon mal ein Stück wieder vor, ne? Ihr kennt das ja. Ne? Hier einfach durch die Masse. Oh, ihr seht Leute, ich sehe hier gar nichts. Das ist echt schlimm. Und ja, wie immer, in der ersten Challenge, die Leute, die im Teamspeak neu mit dabei sind oder so, wir werden es euch nochmal kurz immer erklären, um was es halt geht oder welche Aufgabe halt gerade läuft, ne? Also habt ihr immer natürlich den Vorteil, wenn ihr im Teamspeak mit dabei seid oder jetzt tatsächlich auch noch mit dem Stream, da habt ihr ein leichtes Delay natürlich drin. Aber ihr hört unsere Stimmen und wir erklären euch natürlich was und geben euch vielleicht sogar noch Tipps und ja. in dieser ersten Challenge, lieber Gloriosa, wo bist du denn eigentlich gerade schon wieder? Ich bin immer noch in der Holzlobby. Ah, komm mal rüber. Da ist er. Genau, ja. du kennst das Spielchen, ja, ne? Möchtest du uns erklären, was die lieben Leute jetzt hier diesmal wieder zu tun haben? Die lieben Leute suchen dieses Mal wieder in dieser verlorenen Stadt, in dieser verfluchten Stadt nach einem Ausgang. Einen Eingang, den haben sie dann gleich offen, wenn das Spiel freigegeben worden ist. Aber es gibt dieses Mal, wie viele Ausgänge gibt's? Weißt du, was du gerade? Ich weiß es tatsächlich selber nicht, ne? Ich bin bei der Struktur der Map immer halt ein bisschen... Ich glaube, letztes Mal waren es doch zwei, oder? Ja, letztes Mal waren es zwei. Aber wir ändern das natürlich ja von jeder Runde halt um, damit die Leute natürlich immer gleiche Chancen halt haben. Mhm. Ich glaube, der liebe Pasi, du hörst uns ja, du kannst ja einmal kurz in mein... Ja gut, das wäre ein bisschen blöd, wenn du das jetzt schreibst, aber es... Na doch, schreib mal rein, wie viele Ausgänge haben wir dann gemacht? Oder wie viele Ausgänge hast du denn gemacht, lieber Pasi? Eins, zwei oder drei. Zwei hat er, hat geschrieben. Okay, also es gibt heute zwei Ausgänge, ihr habt 10 Minuten Zeit, liebe Leute, und der liebe Sasu kennt das Spielchen, der auf mich hört, die Regie immer nicht, deswegen, ne, Sasu. Achso, ja, ja. Du weißt ja. Ganz klar. Ja, liebe Regie. Dann würde ich sagen, wir starten. Ja, okay. Geil. Ja, macht einfach. Wir wünschen euch natürlich allen viel Glück, ne? Und lasst die Spiele beginnen. Die Regie ist heute schnell. Die ist ja übermotiviert. Ja. Schneller als wir. Ja, wir sind halt etwas älter, ne? Deswegen die Regie. Ja, wir sind zu langsam für die, weißt du? Die wollen einfach, dass wir endlich hinmachen und nicht noch länger Zeit verschwenden. Ja. So, mal gucken. Ich verfolge einfach mal diese große Menge an Leuten hier, die hier relativ geschlossen die Schlucht hier entlang wuseln. Und sieht ganz gut aus. Ja, ich habe gerade gemerkt, die wollten in die Richtung, wo letztes Mal der Ausgang war. Aber liebe Leute, habt ihr Pech gehabt. da ist er nicht. Ja, da war nichts. Nee. Ja, ein Satz mit X, das war wohl nix. Mal gucken, ich renne hier auch mal so ein bisschen lang. Mal gucken, wo es hier lang geht. So, ein paar sehe ich doch schon, die von letztes Mal. Und das, guck mal, das ist Pasi. Ich renne einfach mal Pasi hinterher. Wow. Ja, mach mal, beobachte ihn mal ein bisschen. Ja, ich habe ich ihn verloren? Mach ihn ein bisschen nervös. Ne? Er spielt heute tatsächlich selber das erste Mal mit. Na, so Pasi. Okay. Ja, er versteckt sich in der Ecke und schämt sich ein bisschen. Wahrscheinlich, weil er den Ausgang noch nicht gefunden hat. Ich verfolge ihn einfach mal weiter. Mal gucken. Hier so ein paar Jump-and-Run-Rätsel. So, ja, ich glaube, der Pasi, der ist so ein bisschen verzweifelt jetzt schon und verwirrt. Ich mache ihn wahrscheinlich total nervös, weil ich ihn hinterherfliege. Mhm. Ja, so, viele Leute suchen. Ich bin mittlerweile schon in der Lobby und die ersten sind auch schon da. Stimmt, wir können mal einen kleinen Blick rüberschmeißen. Ne? Ja, hier ist es. Wer ist denn schon da? Bayern Cherry ist schon da, Skill 1-2 ist schon da. Ja, es sind schon, ein paar sind schon da. Kitgun ist auch schon da, also der ist auch schon wieder auf dem Weg zu deinem Schloss, um da was reißen zu können. Ja, ich bin mal gespannt. Ne? Tatsächlich haben es, glaube ich, insgesamt nur 4 Leute geschafft. Oh ja, stimmt, der Nuclear Gamer steht ja auch schon rum. Sasu, ich weiß nicht, ob du noch weißt, wo... Der Weg weitergeht. Zur Not kannst du dich auch immer zu mir teleportieren. Ne? Also du hast die Macht dazu, lieber Kratos. Die Macht dazu, das freut mich. /TP und dann mein Name einfach und dann. Ich versuche aber mal selber mal den Ausgang so ein bisschen zu finden, muss aber sagen, ich habe den selber bis jetzt noch gar nicht so wirklich gefunden. Ich habe einen Kuchen gefunden, das reicht mir eigentlich. Ich bleib einfach hier, gibt's Kuchen. Erinnere mich ans NPT. Ja, da hat er meinen Kuchen einfach weggemampft, liebe Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wenn nicht, schaut es euch mal an. Aber es war aber ein leckerer Kuchen und hat sich auch gelohnt, denn es ist Kuchen. Ja.
So, mal gucken. Das hier sieht doch irgendwie. Was ist das hier? Leider nicht. Oh, okay. Das wird jetzt wahrscheinlich. LP ist auch wieder dabei. Ja, natürlich viele Stammgäste natürlich, aber auch viele neue, hoffe ich. Ja, und der BestConCraft hat mir gerade im Stream-Chat geschrieben, Twitch-Chat meine ich, dass ich sein könnte, dass Leute, die den Stream halt schauen, dass sie einen Vorteil haben, weil ich vielleicht einen Ausgang zeige. Lieber BestConCraft, darauf werde ich natürlich achten. Ne? Klar, es kann natürlich mir passieren, ne? Ich will mich davor nicht drücken, bis es zu 100% nicht passiert, aber zu 99% werde ich darauf achten, dass es nicht passiert. Also von da aus, ne? Mensch, ich muss jetzt aber sagen, ich habe den Ausgang nicht gefunden. Nee, dann folgen wir mal kurz, dann gehen wir schon mal rüber. Ne? Genau, wir fliegen einfach über die Berge. Andere Seite. Leute, warum finden die eigentlich den Weg nicht? Andere Berge. Also, andere Berge, ja. Guck mal, der Weg ist doch so einfach, ihr müsst einfach über die Berge hüpfen, dann findet ihr instant immer den Weg. Genau. Einfach hier rüber hüpfen, dann seid ihr schon bei den ganzen anderen Leuten. Und genau, hier haben sich schon ein paar Leute tatsächlich gesammelt. Und wo sich tatsächlich der Pickpick Man. Hey Dude, what's up? Das war letztes Mal einer, der aus. Oh Gott, ich hab's vergessen, es tut mir so leid. Der wohnt, glaube ich, in der Schweiz. In der Schweiz und kommt und aus Portugal oder Spanien. Genau. Ach krass, ja Mensch. Ne? Und spricht halt Englisch und sein Cousin war das, glaube ich, in der letzten Folge oder so, hat für ihn halt übersetzt. Ach, Mexican Portuguese, ja, stimmt. Ja, you always welcome, buddy. So, jetzt renne ich aber mal den Weg zurück in der Hoffnung, dass ich weiß, wo der Ausgang jetzt eigentlich war. Das gibt's ja wohl nicht. Du musst halt nur aufpassen, dass du den Leuten natürlich keine Tipps gibst mit deinem Namen, ne? Wenn du den Weg zurückrennst. Ah, okay, ich bin nicht direkt zum einen Ausgang, whatever. Ich habe da schon gesehen, das eine. Ah, okay. Hab ihn gefunden. ich lauf mal hinterher. Oh. Ich folge dir mal, Glory. Und mal gucken, das hier sieht irgendwie so aus wie beim letzten Mal. Ja, die Wege ändern sich natürlich bei jedem Mal. Ein bisschen anders. Oh, der liebe Blixer, ne, folgt dem Weg. Alle, die mir entgegenkommen, ich weiß nicht, wo ich hergekommen bin. Hier, hergekommen sind wir hier. So. Ja, aber ich bin ja von. Ah, hier. Okay. Hier bin ich jetzt lang, glaube ich. Okay, IT. Ja, Mensch, ich habe jetzt auch. Ja, Mensch, diesmal scheint das Ganze so ein bisschen raffinierter zu sein, als wo ich dabei war. Ja, ein bisschen raffinierter tatsächlich, ja. Ja, und er macht das schon nicht so leicht. Ja, hi, Mensch. Ich habe heute übrigens einen Special-Auftrag an die ganzen Unicorns. Ne? Heute könnte man die anderen YouTuber abschlecken. Nicht mich. Was? Ja, die haben mich letztes Mal abschlecken wollen. Ja, das ist ja auch richtig so, ne? Ich meine, ist ja auch süß und schmeckt nach Schokolade mit einem leichten Vanille-Touch. Also würde ich ja auch machen, aber ich habe das nur gehört. Ne? Ja. Ich glaube, jetzt Black Unicorn rennt daher. Hopp. Schnapp ihn dir. Los, hopp. So, mal gucken, in der Lobby sammeln sich langsam auch die Leute. Eben gerade waren schon weniger, jetzt sieht schon ein bisschen mehr aus, aber da geht noch was. Also da können noch Leute rein. Ja. Ja, tatsächlich sind noch sehr viele drüben. Also die Ausgänge sind diesmal etwas schwieriger gewählt, wahrscheinlich. Sind aber noch 250 Sekunden, also es ist noch Zeit da. Also alles, ne? Ich flieg mal hier über den Berg und guck da mal, wo die ganzen herumwuseln. Ja, der T64, ich weiß nicht, ob du uns hörst, der liebe Sasu nimmt natürlich auch. Ja. Und natürlich bist du in allen unseren drei Aufnahmen. Genau, bist in allen drei Aufnahmen. Mensch. Ich weiß nicht, kann ich einen kleinen Tipp geben? Ja, gerne. Also der eine Eingang ist ein Wasserloch. Ja? Ich meine, hier sind eine Menge Wasserlöcher, wie ich jetzt hier mal so nebenbei gesehen habe, aber tatsächlich, schaut mal da, wo Wasser ist. In den einen könnte vielleicht der Weg zum Ziel finden. Na, mal gucken, wer es denn findet. Wie lange haben wir noch? 210 Sekunden. Dann bleibe ich einfach mal so ein bisschen stehen und guck, wer hier so rumläuft. Wollen wir den nächsten Tipp geben. Das stimmt allerdings, ne? Mir fällt gerade was nebenbei ein. Der liebe Maker wird mich übrigens zu dieser Aufnahme töten. Ich bin wieder mit der 1.7 gejoint, obwohl wir letztes Mal schon mein Profil auf die 1.8 gehabt hätten, da mit Shadern und alles drum und dran. Und ich bin jetzt wieder mit der 1.7.10, weil er nämlich immer diese tollen Sachen halt programmiert für das Event. Unter anderem ist der Countdown halt natürlich bei euch, ihr seid ja mit der 1.8 drin, im Bild halt eingeblendet wird und sowas. Das ist bei mir nicht der Fall. Und da hat er mich letztens schon angemeckert. Ja. Und jetzt muss ich gucken, dass ich das beim nächsten Mal mache. Lieber Maker, es tut mir leid. Ich versuche mich hier gerade mal wieder so ein bisschen im Jump'n'Run. Es wird. Black Unicorn, Screen können wir gerne, entweder ich stell mich jetzt einfach mal hin, du kannst gerne einen Screen machen, oder wir machen es nach der Aufnahme, beziehungsweise nach dem Event auf jeden Fall, können wir gerne immer Screens machen, ist kein Problem. Und dieses Mal scheint es echt schwer zu sein, also hier sind noch wenig Leute da,
Müsst ja, sehen. Den Ausgang, den ich gefunden habe, der ist richtig übel. Also der ist A, nicht leicht zu finden und B, vor allem sehr verwirrend überhaupt zum Ziel zu kommen. Ah, okay. Ja. Also ich habe jetzt durchs Rumsuchen habe ich jetzt auch in von oben jetzt das Loch, das Wasserloch gefunden. Kann ich noch einen kleinen Tipp zum Wasserloch geben? Ja, noch, klar. Also, nur 30 Sekunden, es sind ja noch genug Leute, die hier drüben rumrennen. Also von da aus, wir wollen mal nicht ganz so sein. Ne? Ihr sollt natürlich Chancen haben. Also wie gesagt, in eines der Wasserlöcher findet ihr den Eingang. Da geht es dann tief runter. Als kleinen Tipp, es ist ein einzelnes Wasserloch. Also ein Einmal-Ein-Block. Also ne, vielleicht so als kleine Hilfe. Und ich sehe schon, dass da jemand instant, richtig? Du bist da schon in der richtigen Ecke. Der Easy, aber rennt schon wieder weg. Ja, wenn ihr gerade den Easy gesehen habt in der Ecke, dann sucht ihn, liebe Leute. Und wo wir gerade bei Tisch sind, bei mir in der Nähe ist auch noch ein Ausgang. Ich sage jetzt nicht wo, aber ich sage jetzt einfach mal bei mir in der Nähe. Hier sind viele Möglichkeiten. Richtig. Go, ja, genau go, hier go. Hinten, genau hier hinten ist das Wasserloch, ihr habt es gesehen. Wenn ihr uns seht, oder beziehungsweise wenn ihr im Stream seid oder im Teamspeak seid, versucht uns beide, mich und Sase, zu finden in der Ecke unter uns. Ist ein Wasserloch. Du musst aber auch rein. Du hast. Genau, Timo HD. Schlupf rein. Du musst aber auch rein. Hier ist irgendwo ein Loch, genau, ja. Und genau, Easy, dreh dich um. Ne, komm hier hin, unter mir. Genau. Ja, okay, da durch. Spring rein. Trau dich. Wollte ich auch gerade sagen. So, ich flieg mal hinterher, guck mal, wie die Leute hier so lang rennen. Ihr müsst euch aber ein bisschen beeilen, es ist nur noch eine Minute übrig. Daher, go, Leute. Ein bisschen sprinten hier am Tag, damit auch die, die es gerade geschafft haben, ja, komm, auch rechtzeitig ankommen. Diese Richtung. Quasi! Ja, Mensch! Was bist du überhaupt? Ein Meerschweinchen? Oder was soll das darstellen? Ein Hamster, ja, ein Hamster, denke ich mal auch. Jetzt habe ich selber tatsächlich gerade die Ecke verloren. Wo war das denn gerade? So, Leute, ihr müsst aber auch in die Lobby gehen, also alle, die vor der Lobby stehen, ne, wenn ihr nach Abschluss der Zeit vor der Lobby steht und nicht in der Lobby, dann seid ihr ausgesperrt und das wollen wir ja nicht, daher schön reinlaufen. Ja, ich sehe gerade 10 Sekunden, aber wir machen noch eine ganz kleine Verlängerung, würde ich sagen, ne, liebe Regie, weil hier rennen noch tatsächlich ziemlich viele Leute rum. Lobby ist aber schon gut gefüllt, okay. Aber... Ja, ein ganz klein bisschen, ich würde mal sagen, wir geben mal noch 2 Minuten für die Leute hier, die hier noch rumrennen. 2 Minuten, Leute, also macht euch bereit, ne, schön hier losgehen. Immer hier durch den Eingang. Helfen nochmal ein bisschen, also die Leute, die mich sehen auf dem Monitor, die kommen einfach mal zu mir. So, mal gucken, ich bleib mal hier bei der Kreuzung, wo die ganzen Leute hier normalerweise kommen. Hier lang, hier einmal links, sehr gut. Bei der nächsten Abfahrt immer rechts nehmen. Ihr seid immer noch bei dem Wasserloch? Nee, ich bin jetzt in der Nähe von der Lobby. Hier, kommt. Ist da unten? Gucken wir mal die Glorie, genau. So, mal gucken, wie es hier in der Lobby abgeht. Ich gehe mal rein. Hier sind schon eine Menge Leute, die hier rumwuseln. Die warten natürlich schon, aber Leute, es geht ja gleich weiter. 140 Sekunden noch, also knapp noch 2 Minuten. Also läuft. Und ein bisschen müsst ihr noch warten. Ja. Stecken mich jetzt noch hier. Manche sind natürlich schon die ganze Zeit da. Wir geben hier noch ein paar Tipps, liebe Leute. Kommt hier noch zu der Schlucht oder so. Hier sind auch noch mal welche. Wenn ihr uns seht, lieber Marco, dreh dich um. Genau, hier musst du hoch. Na, und hier ist Marco ist schon zweimal an mir vorbeigelaufen, der war glaube ich sogar auch schon drin. Komm hoch! Na gut, hier kommt er glaube ich nicht hoch, oder? Ne, ich glaube hier kommt er nicht hoch. Kommt nicht hoch? Ja. Der Norik sagt, ja, noch 2 Minuten. Aber es sind ja noch fast 2 Minuten, 110 Sekunden. Genau, mal gucken. Ach hier, hi Sven. Ja. Hi Björn. Hier ist noch ein Ausgang, ne? Achso, ja, siehst du, den habe ich noch überhaupt nicht gefunden. Ach, muss man hier rüberjumpen oder was? Oder hier war doch ein Ausgang, oder? Ja, nicht, hier, das ist einer, hier ist einer. Okay. Da hinten drin. Andersrum. Okay, ja, warte mal, der muss ich erstmal selber finden. Rapper Free. Okay. Hier. Ach, Mensch. Ja, also. Marco, hier komm mit. Wenn ihr Löcher findet. Einfach mal reinspringen. Genau. Denn ihr wisst ja. Ja, das wird schwierig. Marco. Nein, okay. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Ja, ich merke schon. Habt Spaß und Freude und springt in Löcher. Das ist okay. Das Na, also wie gesagt, eins ist halt bei der Schlucht. Da müsst ihr halt über so ein kleines Jump'n'Run rüber und dann geht da so eine Tür durch und das eine ist in einem Wasserloch. Ne? Also jetzt habt ihr noch 60 Sekunden, liebe Leute. Als Tipp, versucht mal zentral auf der Map zu bleiben. Ein bisschen zentraler, nicht so Schlucht oder Ränder, sondern. Hier ist noch ein Wasserloch, genau hier. Geh runter, genau, und perfekt. Ich flieg mal wieder hier in die Lobby. So, mal hier die Leute besuchen, die ja schon bei 10 Minuten waren. Einiges an Menschen.
Ja, sind aber auch nur noch 30 Sekunden. Daher, Leute, Leute.